Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich den neuen Rettungswagen von Playmobil für euch und ich möchte ihn gerne mit euch auspacken. Gucken wir doch als erstes mal auf die Rückseite. So, einmal schnell umgedreht und wir können ja mal gucken. Ja, sieht auch alles ganz gut aus. Guck mal, die Frisur von dem da unten, von dem Notarzt, die finde ich ziemlich cool. Die ist jetzt neu und wir drehen das jetzt einmal wieder um. Da ist der auch nochmal zu sehen. Und auch noch cool finde ich den Defibrillator. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein Gerät, womit man Menschen wiederbeleben kann. So, drehen wir das Set doch noch einmal, aber nun auf diese Seite. Hier seht ihr jetzt, was alles enthalten ist. Da sieht man den Defibrillator. Ja, und hier sind noch eine Infusion. Hier haben wir einmal den Rettungswagen nochmal abgebildet. Das sieht irgendwie, finde ich, aus wie das englische Design. Die sehen noch ein bisschen so aus. Ja, und da oben haben wir dann noch solche Schienen. So, und dann würde ich sagen, packen wir das Set doch einmal aus. Ja, hier haben wir jetzt das gute Stück drinne. Ja, hier als erstes einmal den Rettungswagen. Das ist so der Rohbau. Da muss natürlich noch viel dran gemacht werden. Und hier sehe ich gerade, ist eine Tür abgefallen. Die mache ich mal ganz schnell wieder rein. So, ich zeige ihn euch nochmal von allen Seiten. So, hier sind wir bei der ersten Tüte. Da sind die Sanitäter drinne. Hier die Anleitung, ganz wichtig, und Kleinteile. Hier die Reifen, ganz wichtig, sonst kann der nicht fahren, der Rettungswagen. Hier das Dach mit Blaulicht. Da müssen dann AAAA-Batterien rein. Hier haben wir den Defibrillator drinne. Und hier nochmal Sachen, Kleinteile und ein Teil für die Trage. Die Anleitung gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Ja, ich mache mal noch hier ein bisschen Platz. Dann habe ich... Ja, zum Angucken. Genau, die Verpackung tue ich gleich weg. Ja, jetzt können wir uns die Anleitung anschauen. Die Produktnummer ist übrigens 71202. Hier haben wir jetzt die erste Seite, da zeigt er, man soll die erste Tüte öffnen. Das haben wir ja bereits gemacht. Genau, hier haben wir nochmal alle Teile, die in dieser Tüte sind. Dann ist dort einmal, wie man die ganzen Figuren zusammenbaut. Das machen wir auch mal direkt. So, ich habe jetzt hier als erstes noch den Bauarbeiter und dem setze ich jetzt hier mal schnell seinen Helm auf. So, der hat jetzt gerade hier mal noch eine Uhr bekommen und fertig ist er. Ja, kommen wir zur nächsten Figur. Nehmen wir uns hier den Notarzt. Den finde ich ganz cool mit der Jacke und auch wie gesagt die Haare finde ich toll. Der kriegt das Stethoskop. Ich hänge ihm das jetzt nicht über die Ohren, weil das muss der ja nicht die ganze Zeit dort haben. So, den hätten wir auch fertig. Und die letzte der drei Figuren, die Sanitäterin, die kriegt einfach nur eine Uhr und fertig ist sie. Hier ist jetzt noch so ein Presslufthammer dabei, der gehört zu dem Bauarbeiter. Hier haben wir noch Verbände. Lustig finde ich, dass die grün schimmern. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Der hat was mit dem Rettungswagen zu tun und zwar... Ja, für den nächsten Schritt brauchen wir jetzt die Tüte 3. Die mache ich mal ganz schnell auf. Alles auskippen. Ja, mir ist übrigens gerade aufgefallen, schaut mal, die roten Stecker sind schon vorgesteckt. Das heißt, die muss man nicht später noch reinmachen. Ja. Für den Schritt brauchen wir jetzt erstmal nur die Hängerkupplung und die wird hier hinten reingesteckt. Ich habe jetzt gerade hier aus einer kleinen Tüte die Seitenspiegel rausgeholt und die müssen jetzt natürlich auch noch dran gemacht werden. Und so, das hätten wir geschafft. Dann kommen wir zum nächsten Schritt.
So, als nächstes bauen wir jetzt diese Klappe hier ein. Die kommt dort in das große Fach. Ja, ich habe sie jetzt gerade falsch rumgehalten. So, das ging recht schnell und dann kann man dort Sachen drin verstauen. Dazu muss ich jetzt gerade noch sagen, im alten Rettungswagen hatte man einfach viel zu wenig Stauraum dafür. Aber jetzt gibt es mehr. Als nächstes bauen wir jetzt noch das Teil, wo die Drage drauf liegt, ein. So, das ist auch recht schnell erledigt. So, das Klemmbrett, was ich hier gerade zusammengebaut habe, kann man dann hier vorne verstauen. So, jetzt muss ich nur noch den Stuhl einbauen, wo dann der Notarzt sitzt. Ich habe jetzt hier mal noch schnell die Trage zusammengebaut. Und dann kann die auch gleich schon in den Rettungswagen rein. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil in diesem Set, dem Defibrillator. Als erstes müssen wir einmal hier die Klappe zumachen. Da kann man dann später bestimmt auch noch Sachen drinne verstauen. So. Dann müssen da jetzt noch Aufkleber drauf. Die hole ich mal ganz schnell. So, ich habe es jetzt beklebt. Jetzt muss ich noch die Teile zusammenbauen, womit man den Mensch dann am Ende wirklich wiederbeleben kann. Das habe ich jetzt mal ganz schnell gemacht und dann können wir das auch schon im Auto verstauen. Jetzt haben wir es fast geschafft, jetzt kommen wir zu den Rädern. Das machen wir jetzt mal ganz schnell ohne Kamera und dann sehen wir uns gleich wieder. Das habe ich jetzt alles hier zusammengebaut und dann bringe ich das mal noch schnell an. So, jetzt endlich, wir haben ihn zusammengebaut, den neuen Rettungswagen von Playmobil. Ich finde ihn einfach nur super. Du möchtest kein weiteres Video verpassen, dann abonniere doch jetzt den Kanal und lass einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass es dir gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.